Endlich geht es wieder los. Hallo zusammen, die Schalker-Fans hatten schon beim Trainingsauftakt in der letzten Woche das breite Grinsen im Gesicht. Und heute zum ersten Testspiel in der neuen Bundesliga-Saison kamen rund 3.100 Zuschauer in den Evonik Sportpark zum VfB Hüls an den berühmten Badeweiher und wurden belohnt. Mit Spielfreude, Tempo und teilweise grandiosen Toren. Trainer Frank Kramer hat sich in den ersten 45 Minuten für folgende Spieler in der Startelf entschieden. Im Tor steht zum ersten Mal Alex Schwolo, Ovian, Lude, Latza, Terodde, Salazar, Lee. Nach seinem Mittelfußbruch endlich mal wieder dabei in der Startelf Piringer, Memo Aydin, Ciao und Elias Kurt. Und die Königsblauen ließen den Bezirksligisten, natürlich muss man ja schließlich sagen, keine Luft. Achte Minute und das 1:0 durch Simon Terodde. Das Team wurde immer wieder von Trainer Frank Kramer zu spielerischen Lösungen und zu offensiven Pressing aufgefordert. Und das natürlich mit Erfolg. Eine wunderschöne Kombi zwischen Ovian, Marvin Piringer und Simon Terodde. 10. Minute, 2:0 für Schalke 04. In einem sehr, sehr fairen Spiel gab es wirklich nur wenige Fouls und kaum noch Nickeligkeiten. Aber hier musste Rodrigo Salazar leiden. Kein Problem. Thomas Ovian nimmt sich der Sache an. Schließlich ist er ein Teamplayer und sagt auf seine Weise, Jungs, ehrlich, nicht mit mir. Lass mal schön meinen Kollegen in Ruhe. Was ein Ding. Eigentlich könnten wir das Tor als Nachfolger von Rodri wieder zum Tor des Monats werden. Und der Fußball schreibt manchmal so herrliche Geschichten. Lee, zum ersten Mal in der Startelf. Er hat natürlich auch in seinen Kurzeinsätzen immer wieder gezeigt, was er für ein feiner Kicker ist. Und da sag ich mal, dem gönne ich das richtig. Was eine Erleichterung. 19. Minute. Und jetzt gibt's 3 in 5. Und von wem? Ich glaube, die Frage kann ich mir ziemlich sparen. Was ein Typ. Simon Terodde. Zuerst ein schönes Zusammenspiel mit Rodri. Dann ein Elfmeter nach einem Foul an Marvin Piringer. Und 2 Minuten später, in der 27. Minute, das zwischenzeitliche 7:0. Das lässt sich doch schon mal gut angehen. Und Jakob Fimpel, der Trainer der U23, der kann sich nämlich auch freuen. Elias Kurt belohnt sich hier nach einer tollen Leistung mit seinem ersten Tor bei den Profis. Wieder schön herausgespielt und so kann es weitergehen. Und, glaubt's mir, wird es auch. Und jetzt kommt was, das ist so typisch für Simon Terodde. Jetzt hat der Typ schon 5 Dinger gemacht. Jetzt seid mal kurz leise, einmal kurz zuhören. Das gibt's doch gar nicht. Der regt sich echt auf, denn da sieht man mal wieder sofort die Einstellung, denn nur so geht's in jedem Trainingsspiel und in jedem Test. Schalke bleibt weiter dran, kein Nachlassen, immer weiter nach vorne. Lee in der 38. Auch wieder ein schönes Ding. Das war heute auch wirklich gut zu beobachten. Die Schalker erzielten viele verschiedene Tore. Nicht nur innerhalb des 16ers, sondern so ein richtig schönes Körbchen aus vielen verschiedenen Leckereien. Standards, Weitschüsse, Kombinationen und sogar Kopfballtore. Aber die kommen später. Kurz vor Ende der Halbzeit macht Simon Terodde noch seinen 6. Treffer. 10:0 für die Königsblauen und damit ging es auch in die Halbzeit. Es gibt keinen bildlichen Beweis dafür, aber ich glaube, Simon Terodde hat den Schiedsrichter gefragt, ob wir noch 5 Minuten länger spielen können, weil er noch einmal treffen wollte. Nee, Spaß beiseite. Für die Mannschaft ging es in die verdiente Halbzeit und damit auch ins Schichtende. Schließlich war abgesprochen, dass die gesamte Truppe vom Trainerteam rund um Frank Kramer ausgewechselt wurde. Unter anderem kam Sebastian Polter rein, Viktor Pálsson und die anderen Neuzugänge Cissé, Kraus und Moyet.
Und Sebastian Polter zeigt direkt, warum er zu uns ins Team gekommen ist. Er schnürt direkt einen Doppelpack. Zuerst in der 70. Minute, klassisch für einen Stürmer, fast schon ein Tor erzwungen. Und 4 Minuten später bleibt er ziemlich cool. Dazu beweist er aber auch noch ein feines Füßchen. Ein lockerer Chip über den Keeper und wieder eine Torpremiere, diesmal für Niklas Castelle. Und dann darf zum Abschluss auch noch der bissige und quirlige Florent Moyer ran. Ein richtig schönes Tor, satt abgezogen. Das war's. Schalke gewinnt gegen den VfB Hüls mit 14:0. Ein gelungener Auftakt, aber natürlich, liebe Schalker, nicht mehr und nicht weniger. Die Jungs haben aber richtig Lust gehabt. Das haben sie auch gezeigt. Und so darf es weitergehen. Danny Latzer sieht das nämlich auch so. Ja, Spaß gemacht. Erste Mal ein Pflichtspiel gehabt jetzt, Freundschaftsspiel gehabt. Klar muss man sich natürlich finden. Viele neue Jungs auch dabei, aber viele alte auch dabei, die sich schon gut kennen. Aber natürlich, das erste Spiel muss man sich natürlich finden. Ich glaube, dafür haben wir es ganz gut gemacht, jetzt schon einige Tore erzielt und ja, müssen wir auch direkt mit in die Woche nehmen und im nächsten Spiel halt. Jetzt wissen wir alle, klar, VfB Hüls, nicht das Maß aller Dinge, völlig klar. Aber was mir total imponiert hat, ihr seid jedem Ball hinterhergelaufen. War das so eine Ansage? Ball aus dem Tor geholt, sofort wieder? Ja, genau, so viele Tore schießen, wie es geht. Sich schon mal ein gutes Gefühl holen, einfach auf dem Platz. Und der Trainer hat auch einiges gefordert, sofort zustellen, sofort das Gegenpressing, einige Automatismen, die wir dann auch in der Saison haben wollen. Ja, direkt jetzt auch den Fokus drauf legen, nicht jetzt reinkommen und ein bisschen schludern, sondern sofort auch, ja, wie gesagt, viele Tore schießen, wie es geht. Gutes Gefühl holen und ich glaube, das haben wir heute ganz gut hingekriegt. Wie waren überhaupt die ersten Tage? Intensiv, anstrengend, muss man sagen, aber das gehört dazu, ist die Vorbereitung. Habe ich ja schon einige Jahre jetzt auch hinter mir. Das ist normal, das muss so sein. Man muss auch kaputt sein, aber ich glaube, heute beim Spiel haben wir schon eine gewisse Frische wieder gehabt, ja, und morgen geht es dann weiter. Worauf habt ihr so das Hauptaugenmerk gelegt? Also wird erstmal so die Grundausdauer jetzt gefordert sein? Ganz klar, natürlich. Wir haben ja schon einiges in der, vor der Vorbereitung jetzt gemacht. Natürlich kriegst du die Pläne mit, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn du jetzt die ganze Zeit mit den Jungs trainierst. Das ist nochmal viel intensiver. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir jetzt gute Einheiten schon gehabt, wo wir uns eine gewisse Frische jetzt auch schon geholt haben. Klar, wie gesagt, die Automatismen, die müssen noch greifen. Gewisse Philosophie haben wir schon, was der Trainer natürlich von uns sehen will. Und das werden wir jetzt nach und nach weiter forcieren und ja, dann zu unserer Philosophie hinkommen. Also ist das auch so ein bisschen vorne drauf zu gehen, ein bisschen das Offensive weiter zu schieben? Genau, also jetzt gerade, sag ich mal, gegen einen unterklassigen Gegner kann man das schon mal auch forcieren, halt, dass du schnelle Ballgewinner hast, dass du versuchst, die Wege so kurz zu halten zum Tor, wie es geht. Und ja, dafür sind solche Spiele auch prädestiniert. Und es geht auch direkt weiter. Bereits am Samstag geht's zum nächsten Testgegner. Blau-Weiß Lohne. Das Team aus der Nähe von Kloppenburg zwischen Osnabrück und Bremen feierte in der letzten Saison den Aufstieg in die Regionalliga. Und mal ehrlich, Blau-Weiß im Vereinsnamen, das ist nicht das Schlechteste. Das Spiel werdet ihr auch wieder hier auf unseren Kanälen verfolgen können. Live zum Beispiel auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Schalke 04. Also, bis denn.